Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Kartoffelerntemaschine vorstellen, der Marke Boulavard 2, oder ist es die Type? Ist französischer Hersteller, so wie ich irgendwie mitbekommen habe. Kostet 12.200 Euro, eine Arbeitsbreite von 1,60 m, 8 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. 35 PS benötigst du an Leistung, entsprechend 26 kW und 4 Euro Unterhalt am Tag zum Ernten für Kartoffeln. Hier haben wir das gute Stück. Finde ich, ist sehr toll gemacht. Also, ich kann jetzt hier, fahre jetzt hier, also 8 km/h ist, legt das hier auf dem Haufen. Sehr schön. Man muss ja nachher mit dem Radlader oder Frontlader nachher einsammeln. Schalten wir mal aus, heben das Gerät an. Also, ich steige es am besten mal auch aus, dass man das hier besser sieht hier. Ich finde hier so ja gut gemacht hier. Die Schrift ist ein bisschen so, sieht man hier so ein bisschen pixelig daher, aber nicht besonders viel. Besonders schön hier gemacht hier das Design her. Wirklich sehr viel Arbeit steckt drin. Zapfwelle hier, die ganze Kardanwelle geht hier rüber. Jetzt steige ich nochmal ganz kurz ein, starte das Gerät, dass wir hier gleich sehen, wie das hier funktioniert. Vorne hier sind so Riemen da und hier gibt es ein Gitter und hier hinten werden die Kartoffeln hier auf dem Haufen rausgeschmissen. Und steigen wir kurz mal ein, dass wir das euch zeigen auch. So, ich habe jetzt die Schaufel schon mal unten. Die Schaufel hier, die wird dann voll. Dann müsst ihr nachher mit dem Frontlader hier nachher das in Hänger reinpacken oder sonst wohin. Steigen wir nochmal kurz aus. Wichtig natürlich ist, also, jetzt muss ich jetzt mal schauen, ob das hier noch so läuft, nachdem ich das Gerät hier angehoben hatte. Nein. Das Gerät habe ich doch angehoben. Entschuldigung. Naja, Fehler gehören dazu. Ich senke jetzt das Gerät einmal, haue wieder einen Vorwärtsgang rein. Und wichtig ist natürlich, ihr müsst Steuerung und I drücken, für den Haufen zu machen. Wenn ihr das nicht machen tut, dann habt ihr nichts da, was ihr nachher wegfahren könnt zum Ernten. Ich fahre jetzt hier gerade so mal rein. Mal rückwärts reinhauen. Senken das Gerät. Und fahre jetzt davor. Und dann fallen hier hinten schön die Kartoffeln raus. Das ist hier so richtig schön animiert. Vorne her. Und hinten so und so mit dem Staub und alles. Sehr schön gemacht. Sehr schöner Mod. Das ist für Leute, die was jetzt spielen wollen, mehr real. Und das ist schon eine tolle Idee, das zu machen hier für einen 17er. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, schau es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, bis euch, euer Franz.